zu einem neuen Video hier. Ja, heute ist Abreisetag. Wie waren denn die letzten drei Tage? Zwei Tage? Sehr, sehr schön, sehr warm, sehr viel Sonnenbrand. Aber hat sich gelohnt. Also Kolossos ist der Wahnsinn. Toll. Ich glaube, das ist echt so das Highlight. Kolossos und Serengeti Park hier, die Safaris waren echt toll. Mega. Videos findet ihr alle auf unserem Kanal, na logisch. Vielleicht machen wir auch eine separate Playliste von der Tour. Ja, mal gucken, was ist eigentlich eine Idee, mal so eine Tour-Playlist zu machen, ja. Für uns geht es jetzt gleich noch zu Nathalie und Matthias. Die lieben haben uns zum Osterfrühstück eingeladen, aber da werden wir die Kamera nicht hin mitnehmen. Und dann geht es erstmal für uns nach Hause. Ja. Denn morgen geht es für uns direkt weiter. Und zwar fahren wir morgen zum Steinvasenpark. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe mich irgendwie mit Steinvasen versprochen, aber so ein Steinvasenpark hört sich auch gut an. Ne? Nein, es geht zum Steinvasenpark. Und das waren wir auch selber noch nicht, sind da auch mal gespannt. Und vom Steinvasenpark geht es dann zu unserer Ferie, zu unserer Unterkunft. Und von da aus geht es am nächsten Tag dann morgens früh nach Italien. Genau, also wir stehen unter Strom, wir machen hier die ganze Zeit, raschen wir durch. Und damit dieser Vlog irgendwie noch, oder das Video noch irgendwie ein bisschen Content hat, werde ich euch später mal das ganze Equipment zeigen, was wir so auf unseren Touren mitnehmen. Das ist nicht das komplette Equipment, das ist nur das Equipment, was wir halt mitnehmen, wenn wir unterwegs sind. Genau, also jetzt geht es nicht hier um T-Shirt, um Hose, um sonst irgendwas. Es geht hier um Kameras, um Stativ, um, ach, keine Ahnung. Da kennt sich Kevin am besten aus, der macht das den ganzen Spaß. Währenddessen schlafe ich und ruhe mich aus, damit wir nämlich morgen wieder voll früh raus müssen, ne? Ja, wir müssen morgen wieder früh raus. Richtig früh raus. Aber ich glaube, in der Zeit kannst du den Koffer packen. Also ich werde das zu Hause bei uns machen, da sind wir nämlich heute nochmal ganz kurz schlafen, dann Nacht. Und dann geht's los. Also wir sehen uns entweder gleich nochmal kurz im Auto oder im Stau. Mal abwarten. Es wird super werden heute im Stau. Wir sind angekommen in Italien. Eigentlich wollten wir das schon viel früher machen. Wir waren noch lecker bei. Weil Nathalie und Matthias zum Osterbrunch eingeladen. Es war sehr, sehr lecker und sehr gut vollgefressen. Zwischenzeitlich waren wir auch noch für einen halben Tag in Aachen, haben unsere Meerschweinchen Vivis Eltern gegeben. An dieser Stelle auch nochmal vielen Dank, dass die auf die Meerschweinchen gut aufpassen. Ja, ob sie zum kleinen Schwein ist. Dann sind wir nach Italien gefahren, durch die Schweiz. Jedes Mal mit einem Österreich. Ja, ich weiß es nicht. Ach, was hast du mit Österreich? Sind gut angekommen. Mittlerweile haben wir schon fast hier den letzten Tag. Aber ich wollte euch das... Wir haben den letzten Tag. Wir haben den letzten Tag in Italien zumindest. Ich wollte euch die ganze Technik mal zeigen, die wir so mitnehmen für eine Tour, die wir unterwegs dabei haben. Und darum sollte es ja in diesem Video auch eigentlich gehen. So, viel Spaß dabei. Ich halte die Kamera, weil ich habe davon keine Ahnung. Nein, willst du dich nicht neben mir sitzen? Ach so, natürlich, klar. Hier liegt ganz viel Technik vor mir, die wir brauchen für eine Tour oder die wir mitnehmen. Damals, wo wir angefangen haben, haben wir auch nur mit einer Kamera gefilmt. Mittlerweile machen wir das ja schon mehrere Jahre und haben relativ viel angesammelt. Genau, ich wollte euch das einfach mal zeigen. Die meisten Sachen sind unten in der Videobeschreibung auch verlinkt. Fangen wir doch einfach mit dem Uninteressantesten an. Aber was ziemlich wichtig ist, man braucht Strom. Und um Strom zu haben, um Strom zu kriegen, nutzen wir meistens Powerbanks. Davon haben wir nicht nur eine meistens auf den Touren dabei, wir haben direkt drei Stück dabei. Ganz normale Powerbanks kennt jeder von euch. Damit können wir unsere GoPros aufladen, Handys aufladen und kommen gut durch den Tag damit. Im Auto haben wir so ein Gerät, das steckt man in den Zigarettenanzünder und dann kann ich damit auch Geräte laden. Das hat USB-Stecker und auch einen normalen Schokostecker, wo ich mein Notebook. Ja, das ist eigentlich Fluxkompensator, damit können wir in die Zukunft reisen. Wo ich mein Notebook während der Fahrt auch aufladen kann, weil eine Steckdose hat man ja meistens im Auto nicht. Das steckt man einfach in den Zigarettenanzünder. Sehr praktisch, gerade wenn ich unterwegs schneide, hat mich doch schon oft gerettet. Thema Strom, was total praktisch ist, wenn wir unterwegs in Hotels, Ferienwohnungen oder so sind, gibt es meistens nicht so viele Steckdosen vor Ort, dass wir alle Geräte einzeln einstecken können. Da habe ich mir vor einer Zeit so einen 5-fach-USB-Stecker, Stromstecker geholt. Den steckt man in die Steckdose und kann damit sämtliche USB-Geräte aufladen. Man kann die Kabel analogisch auch rausholen und andere Kabel draufpacken. Wir haben da jetzt standardmäßig dreimal USB-C dran und zweimal Micro-USB dran. Ziemlich praktisch, so hat man kein Steckdosenchaos mehr in den Unterkünften. Und da, das freut die Vivi auch, wenn ihr Handy aufgeladen wird. Aber wenn das Handy von der Vivi keinen Strom hat, oh Jott, dann ist Weltuntergang. Oh, das wird teuer. Wenn wir es von so einem Tag wiederkommen, haben wir dann wirklich ganz viel Videomaterial. Und mit dem Videomaterial muss ja irgendwo hin. Da haben wir einerseits natürlich ein Notebook dabei, womit ich auch schneide. Mit dem Notebook bin ich eigentlich relativ zufrieden. Könnte ein bisschen besser sein, aber ist schon ganz okay zum Schnitt. Auf der anderen Seite habe ich eine Festplatte, um die ganzen Dateien
da drauf zu packen. Es sind manchmal unheimlich viele Rohdateien. Wir hatten jetzt einen Tag, da hatten wir 60 GB allein an Rohschnitt. Und das muss halt irgendwo untergebracht werden. Deswegen haben wir meistens auch eine externe Festplatte dabei. Dann habe ich auch da wieder ein Kabel, noch mehr Kabel. Kabel sind ganz wichtig. Dann haben wir uns in den Monaten, Jahren mehrere Akkus angeschafft. Die brauchen wir einfach für die Kameras. Da haben wir jetzt für unsere Hauptkameras haben wir insgesamt 5 Akkus. Damit gehen wir einfach nochmal sicher. Im Normalfall brauchen wir 3 Akkus. Manchmal brauchen wir auch einen 4. Akku. Dass wir alle 5 brauchen, ist sehr, sehr selten. Aber da hat man immer noch einen Backup-Akku dabei. SD-Karten haben wir auch am Start. Braucht man natürlich auch immer zum Wechseln. Dann GoPro-Akkus haben wir auch genügend, die uns aber auch selten leer gehen. Ich war ziemlich erstaunt, dass die GoPro 7, dass der Akku doch da relativ lange bei hält. So, kommen wir doch. Was wollen wir denn jetzt machen? GoPro-Zubehör haben wir in der Logik. Wir haben eine extra GoPro-Ladeschale für die Akkus. Braucht man nicht unbedingt, aber wenn man mehrere Akkus durchhaut, ist das auch praktisch. Kann man einfach jetzt 2 Akkus reinpacken und die gleichzeitig laden. Sehr sinnig. Dann haben wir unheimlich viel GoPro-Zubehör. Wir haben GoPro-Brustgurt, einmal das ist meiner, dann haben wir noch einen Ersatz-GoPro-Brustgurt, den hat manchmal die Vivi an. Den nutzen wir aber gar nicht so oft. Ist auch kein Originaler, das ist ein Originaler. Ich finde generell bei den ganzen Teilen, die Original-GoPro-Teile sind einfach ein bisschen besser. Wir haben uns mal so ein billiges Set geholt, das kostet irgendwie 17 Euro, da sind unheimlich viele Adapter drin, aber ich habe mich da persönlich immer mit geärgert und da sind auch einige Sachen mal abgebrochen. Also ich kann echt nur die Original-GoPro-Sachen empfehlen, die halten und das geht auch relativ zügig beim Wechseln. Dann haben wir eine GoPro-Klemme, die haben wir jetzt in der Italien-Tour, die ihr jetzt noch seht, sehr häufig verwendet, sehr praktisch. Es ist natürlich immer eine Frage, ob die Parkbetreiber oder Fahrgeschäftbetreiber das mögen, dass man da eine Kamera dran steckt. Aber in den meisten Fällen, also gerade in kleineren Parks haben wir es erlebt, dass das überhaupt kein Problem ist. Und dann wechseln wir das auch manchmal aus, dass da manchmal die größere GoPro dran ist. Oder hier jetzt aktuell die kleinere GoPro angemacht wird. Kommen wir zu den Kameras. Was haben wir denn hier noch? Wir haben noch Ladeschalen für die Akkus. Braucht man da logisch auch. Notebook-Ladegerät. Das ist echt eine Menge Technik, die wir immer damit schleppen. Kommen wir zu den Kameras. Es lüftet sich. Manchmal ist auch nur ein Ladegerät. Baby. Aber du kannst das gerne mal in die Kamera halten. Kommen wir zu den Kameras. Wir haben GoPros, 3 Stück an der Anzahl. Das ist die GoPro 7, das ist unsere Haupt-GoPro. Dafür nehmen wir die meistens, benutzen wir die für On-Rides und haben die direkt am Brust. Oder über die Klammer ist die auch manchmal befestigt. Dann haben wir die GoPro 5 Session. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Kamera, die nutzen wir meistens als Hand-GoPro. Da haben wir eine Handschlaufe drum gemacht. Das ist quasi so wie bei einer Wii U-Fernbedienung und dann ist die Kamera gesichert. Und da kann nichts passieren. Und das nehmen wir meistens für die Self-Face-Cam-Aufnahme. Dann sitzen wir meistens so in den Fahrgeschäften. Habt ihr vielleicht gesehen, ist eine Kamera immer so, die andere Kamera ist an der Brust. Die andere klemmt vorne dran. Und wenn es erlaubt ist, haben wir sogar eine dritte GoPro auf den Fahrgeschäften. Und die klemmt dann auch irgendwo dran. Oder manchmal hat wie Vivi die auch. Oder es ist halt einfach eine Backup-Kamera. Weil man sagen muss, zu der GoPro 5 Session, da kann man leider nicht den Akku wechseln. Also es ist ein bisschen blöd, aber wir haben ja genügend Powerbanken, um die GoPros aufzuladen. Aber im Normalfall sind uns die auch nicht leer gegangen beim ganzen Tag. Also die sind da schon sehr robust. Ich finde es sehr schade, dass es da keinen Nachfolger gibt, weil das ist ja mittlerweile auch schon lange her, GoPro 5. Mittlerweile sind wir bei der GoPro 7 angekommen. Aber mit der bin ich jetzt mittlerweile auch zufrieden. Die ist einmal abgestürzt bei mir, aber seitdem in eigentlich nicht mehr. In Schlachan habe ich die ganzen Aufnahmen verloren. Aber naja, passiert. Das sind halt unsere Action-Cams. Dann kommen wir zu unserem Schmuckstück. Das ist quasi unsere allererste Vlog-Kamera, die wir uns angeschafft haben. Die Canon Ligria Mini X. Die ist halt fantastisch, hat man hier einen Bildschirm. Aber die Kamera haben wir meistens nur noch als Backup-Kamera dabei. Falls die andere Kamera aus irgendwelchen Gründen mal kaputt gehen sollte, ist bisher noch nie passiert. Aber es ist unsere Backup-Kamera. Die nutzen wir auch für unsere Q&As häufig, weil die halt einfach den besseren Ton hat, aber das schlechtere Bild hat. Oder wenn wir auf Kirmesplätzen unterwegs sind, wo es sehr, sehr laut ist, nutzen wir diese Kamera auch. Und dann haben wir hier in dieser wunderschönen Kiste, die ihr seht, ist unser GoPro-Gimbal drin. Das ist quasi ein Gimbal, wo wir unsere GoPro dran packen können. Kann man die quasi dran machen.
Und wir haben uns für den Gimbal entschieden. Ich wollte auch erst eine für unsere Hauptkamera haben, aber das ist halt echt ein tierisches Hantier. Hier ist die GoPro meistens drinne, dann machen wir den Gimbal an und das Gimbal ist direkt startklar. Für was benutzen wir den Gimbal in den meisten Fällen? Nehmen wir damit Paraden auf, also Europapark-Parade. Wir haben das jetzt auf der Tour nicht verwendet. Oder Halloween haben wir den Gimbal häufig verwendet. Oder generell bei Shows verwenden wir den Gimbal häufig. Und ich bin damit auch eigentlich relativ zufrieden. Ja. Für den Gimbal haben wir noch eine Selfie-Stange, um den Gimbal einfach zu verlängern, um einfach über die Köpfe der Menschen zu kommen. Hallo. Um über die Köpfe der Menschen zu kommen, da können wir den Gimbal hier unten dran schrauben und können den quasi verlängern und dann haben wir die besten Positionen. Ihr wollt doch mal Hallo sagen, ist doch nett. Sind wir hier nicht alleine in Italien. Geil. Was? Was war die Frau gerade so? Ich weiß gar nicht, was sie gesagt hat, aber so, komm her, Hund, komm her. Und dann war ich, okay. Ja, mal da einfach nur mal gucken, ist doch gut. Ja, sind wir auch eigentlich fast durch. Gibt's was umsonst? Nein. Du hast mal was vergessen. Ja, fast durch. Eine Sache, die auch sehr praktisch ist, ist leider auch nicht so preiswert in der Anschaffung. Haben wir uns jetzt auch im Winter geholt. Quasi als Weihnachtsgeschenk habe ich mir das geholt. Sind die Bose-Kopfhörer. Bose Q10 35 mit Maus-Canceling. Aha, genau die. Was denn? Das sind die Bose Q1035. Oh Mann, ist doch gut. Ich wollte dich da nur ärgern. Das Gute ist, wenn ich diese Kopfhörer auf habe und die anmache, dann höre ich die Vivi nicht mehr. Man kann das einstellen, diesen Geräuschpegel im Hintergrund. Ja, warte, ich erkläre gerade was. Man kann diesen Geräuschpegel im Hintergrund, also ob man irgendwie den Hintergrund mehr oder weniger gedämpft haben möchte oder nicht. Ich persönlich finde das ein bisschen unangenehm mit dem Gedämpfen. Ich habe das Gefühl, ich habe immer so einen Druck auf den Ohr dann. Aber also man gewöhnt sich dran. Ich kann damit super schneiden, die sind robust, die sind, kann man hier echt so bewegen. Herr Meis, übertreib's mir nicht. Die sind echt robust. Ja, also guck mal, ich bin robust, klack, oh, doch nicht so robust. Ja, aber ich bin mit denen echt super zufrieden, schneide damit sehr gerne und es ist halt echt angenehm auf den Ohren. So, aber sind echt teuer. Also muss man echt überlegen, ob man sich die anschaffen will, die kosten knapp 300 Euro. Aber ich hab's nicht bereut, dass wir uns die geholt haben. Und das hast du auch für immer. Das ist auch so ein Ding, das kannst du auch noch über 20 Jahre haben. Ich hatte vorher von, wie heißt das denn? Von Beats, die Kopfhörer, die Bluetooth in ihr Kopfhörer, die waren auch nicht schlecht. Aber ich habe da mal so einen Gumminippel verloren, hab dann bei Apple angerufen und die wollten irgendwie für diesen scheiß Gumminippel 30 Euro haben. So ein kleines Gummiding. Da habe ich gedacht, ja nö, dann war es mit Beats, hole ich mir nicht mehr. Hier, die kann man auch austauschen. Ich glaube, die kosten 15 Euro für beide. Ist ein fairer Preis, aber für so einen kleinen Gumminippel 30 Euro. Ja, und vor allen Dingen, diese großen verlierst du halt auch nicht so schnell. So kleine kannst du halt mal schnell verlegen oder so. Genau. Das ist unsere Technikzeug, was wir mit auf Touren nehmen. Nein, noch nicht ganz. Du hast den Gimbal vergessen, wo die Kamera draufsteht und die Kamera selber. Ach so, ja, die kommt jetzt noch. Unsere Hauptkamera kommt jetzt gleich noch. Ein Gimbal habe ich schon gezeigt. Wir haben natürlich auch noch Equipment zu Hause, aber das schleppen wir meistens nicht mit. Aber müsstet ihr unten in der Videobeschreibung auch finden. Ganz kurz, was für Handys haben wir noch? Oh, so alte Frack-Handys. Nein, wir haben das LG G6, damit machen wir die Insta-Stories. Sind mit der Performance auch eigentlich sehr zufrieden, aber leider sind wir mit der Kamera sehr unzufrieden und da wird es auch bald, werden wir uns updaten, weil die Kamera hinten sehr schnell verkratzt und das ist halt sehr schade. Ja, das Bild wird halt immer und immer schlechter, das ist voll blöd. Aber von der Geschwindigkeit sind wir damit immer noch sehr zufrieden. LG G6 haben wir da am Start. So, ich habe auch LG G6, dasselbe Handy wie die Vivi. Haben wir uns damals im Partnerlook geholt. Ach Gott, wie romantisch. Und dann zeigen wir euch mal die Hauptkamera. Dafür muss ich die andere Kamera anmachen. Und dann seht Kamera ihr auch die Kamera, mit der wir filmen. Ne? Also es ist hier oben die Kamera. Kannst du ganz kurz ausmachen. Es so. Ist hier oben die Kamera. Hier unten ist... Ne? Ich dachte, du wolltest nichts machen. Ja, ich weiß es nicht. Kann ja auch nichts. So, das ist jetzt unsere... Kann ich festhalten? Ja, kannst du machen. Kannst du nicht. Ist kaputt. Das ist jetzt unsere Hauptkamera, mit der wir vloggen. Das ist die PowerShot G1X Mark III. Wir hatten vorher die PowerShot G1 5X, glaube ich. Und mit der G1 5X? G5X. Ja, auf jeden Fall das G5X-Modell.
Damit waren wir sehr unzufrieden. Die Kamera haben wir uns dann angeschafft, die ist staub- und wassergeschützt, die ist super robust. Das war mir sehr wichtig bei der Kamera. Wir gehen damit jetzt nicht so sanft um. Also es kann schon sein, dass, na logisch, wenn wir vloggen, muss das alles schnell gehen. Da packen wir das rein, tun die Kamera so in den Rucksack und die hält. Die ist auch nass geworden schon, die hält. Ich muss da keine Angst haben, wenn ich irgendwie auf einer Safari bin und da Wasser drauf gespritzt kommt, dass die Kamera kaputt geht. Und das war mir immer sehr, sehr wichtig, dass wenn wir uns eine Kamera holen, dass ich, na logisch, muss man darauf aufpassen, aber dass ich keine Angst haben muss um die Kamera, dass sie kaputt geht. Von der Akkulaufzeit, die frisst relativ viel Akku. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass wir so um die 5 Akkus haben für die Kamera, aber sonst sind wir eigentlich zufrieden mit der Kamera. Die Tonqualität könnte deutlich besser sein. Das ist sehr schade, dass man hier kein Mikrofon oben anschließen kann, obwohl sie den Blitzschuh hat. Das ist echt ein Nachteil. Display können wir schwenken. Autofokus ist in den meisten Fällen super. Und besser als bei der anderen Kamera, ja, definitiv. Ja. Und halt robust. Wir haben keine Staubprobleme mehr. Bei der alten Kamera hatten wir früher Staubprobleme hier drin. Aber dadurch, dass die Kamera jetzt staubgeschützt ist und Spritzwasser geschützt ist, bin ich in dem Komplettpaket eigentlich zufrieden. Und sonst haben wir hier unten noch den Gorillapod. Das ist der K3, glaube ich. Ist halt einfach ein Gorillapod, kennt ihr, was? Also haben die meisten, dass wir dann halt einfach so mit der Kamera filmen können. Ja, das war's dann mit dem ganzen Video-Equipment. Hinten ist auch das wichtigste Equipment hier. Essen und ein Thermosbecher für Kaffee. Wir wünschen euch noch viel Spaß auf YouTube. Unten die Links sind da logisch verlinkt mit den meisten Artikeln. Wenn ihr darüber was kauft, das sind Amazon Affiliate-Links. Affiliate-Links. Und damit kriegen wir eine kleine Provision ab pro Kauf der Artikel. Das sind so ein paar Prozente. Das wird für euch nicht teurer. Ihr könnt uns indirekt damit unterstützen. Das ist einfach eine feine Sache für beide Seiten, um uns zu unterstützen. Euch noch viel Spaß auf YouTube. Verfolgt unsere Tour weiter. Wir hoffen, dass wir eine Playliste mittlerweile angefertigt haben. Dann findet ihr die oben im i. Wir waren in Hamburg, sind aktuell in Italien. Es geht für uns noch in die Schweiz und am Ende zum Europapark. Also euch erwartet hier noch sehr viel auf dem Kanal. Fantissima besuchen wir jetzt auch endlich mal diese Saison. Und ja, schaut einfach immer vorbei. Instagram könnt ihr auch mal checken. Die nächste große Tour wird bestimmt bald auch wieder anstehen. Tschüss. Du willst auch noch was sagen? Bis dann, Hände. Macht's gut. Viel Spaß. Treib's nicht zu bunt. Hammer.